Hey Leute, letztens habe ich eine Nachricht gekriegt, dass es mit größter Wahrscheinlichkeit sein kann, dass das Spider-Man-Universum jetzt komplett verfilmt wird und neu ausgebaut wird. Was die meisten nicht wissen, ist, dass Tom Holland einen Vertrag bekommen hat für 2 Avengers-Filme und 2 Spider-Man-Filme, aber keine 3. Und der zweite Teil von Spider-Man soll sogar noch vor Avengers 3 spielen, was heißt, eigentlich ist Avengers 4 der letzte Auftritt von Spider-Man. Und die meisten vermuten, dass er da wahrscheinlich sogar dann abkratzen wird. Der Plan dahinter war eben einfach, Spider-Man mit in das MCU zu bringen, weil sich so viele gewünscht haben, dass Spider-Man endlich auf Iron Man, Captain America und die ganzen anderen Marvel-Helden trifft. Das haben sie erfüllt und dabei wird es dann wahrscheinlich auch bleiben. Es war nie geplant, dass Spider-Man jetzt 3 Teile bekommt und da richtig das Universum so aufbaut, wie wir das kennen. Nein, es war lediglich einfach nur dafür gedacht, um ihn im MCU zu präsentieren. Die Frage ist natürlich, wieso macht man dann eigentlich so etwas Unnötiges? Das liegt daran, weil sie das Spideyverse einfach nochmal komplett neu aufbauen wollen. Und zwar besser, geiler und umfassender. Denn seien wir ehrlich, die Geschichte von Spider-Man kannst du nicht in 3 Teilen erklären. Dieses Spider-Universum soll so ausschauen, dass der nächste Schauspieler eben nicht 3 Teile dreht, sondern tatsächlich einen Vertrag kriegt für 6 Teile. Und das würde dann definitiv ausreichen, um genügend Feinde und die Geschichte von Spider-Man zu repräsentieren. Denn sie wollen unbedingt darauf hinarbeiten, dass es irgendwann mal einen Real-Life-Film von Spider-Man gibt, in dem eben die Sinister Six vorkommen. Und seien wir ehrlich, das schaffen die mit 3 Teilen jetzt bestimmt nicht. Weil da müsste man mindestens 2 Schurken pro Teil zeigen. Und das wäre dann schon so ein bisschen viel, finde ich. Deswegen finde ich es ganz gut, dass sie eben nochmal Spider-Man komplett neu verfilmen. Ist zwar ein bisschen doof, weil die dann nochmal komplett neu anfangen müssen und wir haben jetzt die Geschichte alle mittlerweile verstanden. Aber unter den Bedingungen, dass dann 6 Teile kommen und die Sinister Six mit vorkommen, würde ich das sogar in Kauf nehmen. Das ist aber nicht das Einzige, was das Spider-Man-Universum umfasst. Denn Venom, der Film, der jetzt rausgekommen ist mit Tom Hardy, soll quasi der Startschuss gewesen sein für das Spider-Man-Universum. Denn nicht nur Spider-Man wird verfilmt, sondern auch hauptsächlich Nebencharaktere, die eher im Hintergrund eigentlich agieren, die bekommen auch ihren eigenen Film. Und Venom war sowieso jetzt schon seit knapp 6-7 Jahren, glaube ich, geplant, dass die das machen. Aber endlich konnten sie es umsetzen. Venom soll auch insgesamt 3 Teile bekommen, denn im zweiten Teil soll es wahrscheinlich um Carnage gehen und im dritten Teil, und ich hoffe, dass die das wirklich so machen, und um Anti-Venom. Denn ich würde so gerne und so lange einfach schon endlich mal Anti-Venom auf der Leinwand sehen. Also wird dieses Spider-Man-Universum 6 Spider-Man-Filme bekommen und 3 Venom-Filme. Dann ist ja natürlich noch ein Crossover geplant, wo sie eben Spider-Man und Venom nochmal gemeinsam gegen Carnage kämpfen. Aber das war's immer noch nicht, es geht noch weiter. Ach ja, mal so nebenbei, es wird natürlich nichts mit den Avengers mehr zu tun haben und was weiß ich nicht alles, sondern es wird ausschließlich eben nur um Spider-Man gehen und um die Charaktere außenrum. Aber er wird definitiv nicht mehr auf Iron Man oder sonst was treffen, denn das hat ja eben, dazu war ja eben Tom Holland da. Sie wollen endlich auch mal einen Miles Morales-Film machen. In dieser Welt ist ja, wie die meisten wissen, Peter Parker gestorben und Miles Morales nimmt seinen Platz ein. Sie waren sich nur noch nicht sicher, ob sie das wirklich verfilmen wollen, weil eben noch kaum jemand Miles Morales gekannt hat, aber mittlerweile kennen die meisten ihn auch. Dementsprechend wagen sie sich jetzt auch mal daran, über ihn einen Film zu machen. Und das finde ich gut, weil über Miles Morales wollte ich schon lange auch mal einen Film sehen. Dann haben sie noch gemeint, dass sie sich auch vorstellen können, einen Film zu machen über Spider-Man Gwen Stacy. In dem Universum wurde nicht Peter Parker von einer Spinne gebissen, sondern Gwen Stacy und ist aus dem Grund sie dann der Spider-Man geworden. Es gab noch Vorstellungen wie Spider-Man 2099, Spider-Man Noir und sogar Spider-Man Pig, also Spider-Pig. Aber da sind sie wirklich noch nicht sicher, inwiefern das möglich ist. Sie wollen sich erstmal an die Projekte halten, die eben noch offen sind. Auf jeden Fall kämen wir so viel Filme einfach. 6 Spider-Man-Filme, 3 Venom-Filme, noch sämtliche Verfilmungen von anderen Spider-Man und Universen. Also ich für meinen Teil persönlich finde das so besser. Und dementsprechend würde ich das sogar in Kauf nehmen, wenn die davon eben ein Reboot oder / Remake machen. Weil ich eben weiß, dafür wird dann das Spider-Man-Universum einfach mehr ausgebaut. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Entscheidung haltet. Oder ob ihr lieber gesagt hättet, ihr wollt lieber Tom Holland eben weitersehen. Oder ob ihr das cool findet, dass die das jetzt so neu und besser und cool und umfassender machen. Außerdem könnt ihr mir ja noch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Marvel-Verfilmungen hättet. Das würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren.
Aber ansonsten war es das von meiner Stelle. Haut rein, bleibt fresh und wir sehen uns. Beziehungsweise wir hören uns.